Der Titel der Ausstellung spielt an darauf, dass ich die einzelnen Arbeiten, die ich zeige, für insofern nicht abgeschlossen halte, indem sich jeder Besucher, jeder Betrachter seinen eigenen Standpunkt dazu erarbeiten muss. Das heißt, er kann unter Umständen aus großer Entfernung einen Zusammenhang, ein Bild erkennen. Nähert er sich der Arbeit, zerfällt das Bild in Farbflächen, in eine abstrakte Information. Ich sehe meine Arbeiten als reine Malerei, auch wenn sie mit Autolack auf Aluminium gemalt sind, erfüllt es für mich alle Indizien für Malerei. Es ist jede Fläche auf dem Bild manuell definiert und das mit einem Pinsel, also eigentlich ganz klassische Malerei mit speziellen Schriftmalerpinseln und nur statt Ölfarbe zwei Komponenten Lack. Die Papierarbeiten, Gouachen auf Papier, sind ganz früh, eigentlich unmittelbar parallel zu den Lackarbeiten entstanden. Ich habe diese heuer wieder aufgenommen. Sie sind mit Gouache gemalt, die ungefähr ähnliche Eigenschaften haben wie der Autolack. Das heißt, ich kann damit fast strukturlose Flächen malen. Einerseits, zum anderen wird das Licht an der Oberfläche reflektiert. Sie sind nicht transparent, sie sind hochopak, wie die Lacke auch. Ich arbeite immer nach einem Foto, aber die Kontur einer Fläche orientiert sich nicht am Gegenstand, sondern zeichnet Hell-Dunkel-Verhältnisse und Farbverhältnisse innerhalb eines Fotos, einer Vorlage nach. Das heißt, wenn eine Haarfarbe zufällig mit dem Tonwert eines Hintergrunds zusammenfällt, dann ist das auch ein und dieselbe Fläche. Da ist kein Strich, kein Umriss einer Figur dazwischen. Das ist eine gewisse Herausforderung für den Betrachter. Er braucht einen gewissen Abstand, um die Hell-Dunkel-Werte und die Farbwerte im Kopf dann zu einem Bild zusammenzubekommen. Für die Serie Alte Meister war ausschlaggebend, tatsächlich einen Ausflug nach Florenz unternommen zu haben und vor den alten Meistern in den Uffizien zu stehen. Und das erste am Treppenaufgang ausgestellte Werk ist noch ein Paar, das vor einem Gemälde steht, das jetzt nicht näher bezeichnet ist und auch nicht erkennbar ist. Und wenn man in den ersten Stock raufkommt, sieht man dann einige Arbeiten, die jetzt direkt sehr abstrahierte Interpretationen oder ich würde es Untersuchungen nennen, von italienischer Renaissance-Malerei sind. Das geläufigste davon ist sicher von Botticelli die Geburt der Venus, die, wenn man es mal weiß, auch erkennbar ist.